Ihr wollt wissen, wie man diesen Kreisverkehr baut? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, Käffchen haben wir vor und wir haben vor, Musik zu ändern. Danke. Den Kreisverkehr hatte ich mir überlegt, hatte ich versprochen, hatte ich gesagt. Ach so, auch wenn ich gesagt habe, werde ich wahrscheinlich nicht. Oh, ich bin noch gar nicht fertig geworden damit. Ich habe hier hinten, das machen wir jetzt auch zuerst Ende, tatsächlich den Anschluss richtig gemacht. Hat hier alles nochmal abgebaut, einmal und dann wieder richtig gemacht. So, das heißt, wir können das mal eben hier wegreißen, weil das brauchen wir dann nicht mehr. Wie wir das nachher auf Stelzen stellen oder irgendwie in die Landschaft integrieren, weiß ich sowieso noch nicht. Kennt ihr ja auch und kann das. Zack. Da unten brauchen wir schon nicht mehr. Den können wir nehmen. Unten drunter setzen. Fertig. So. Und dann habe ich tatsächlich schon bei, in dem Fall Reddit nachgeguckt. Da ist das drin. Da ist nur noch das drin. Da ist doch eine Menge Blätter. Und habe da grundsätzlich ein Design gefunden für einen Kreisverkehr. So. Jetzt habe ich mir nur überlegt, wie weit machen wir das? Wir sind ja sonst immer von dort aus, hier ein Stück zurück, ne, von dort aus, jetzt dann in die eine Richtung gegangen. Das heißt, ich würde jetzt, weil wir brauchen ja die Höhe, dann können wir alles mögliche unten drunter setzen. Würde ich jetzt direkt hier reingehen oder... Ne, wir gehen drei raus und dann fangen wir mit dem Bauen an. Für die drei raus nehme ich immer auch ganz bewusst die Rahmenböden, weil dann... sehen wir das. So, dann haben wir... zwei übereinander. Einen dahinter. Gut ist. Dann haben wir den Kollegen. Und da können wir auch direkt umstellen auf Suchen. Und zwar, ich habe ein Design gefunden. Das war letztendlich 7x7. Da wir aber, das basiert darauf, dass die Schienen quasi genau ja, auf den beiden Spuren nebeneinander sind. Jetzt habe ich die eine dazwischen. Deswegen würde ich einfach, damit das passt, auf 9x9 gehen. Und dann haben wir was. Das heißt, wir fangen hier an, machen hier, bis da vorne 9 steht. Nicht 10, 9. So. Jetzt müssen wir auf der Seite hier setzen. Auf der Seite 4 setzen. Das hingelegt haben. Passend. So, richtig. Jetzt gucken wir mal. Eins. Oh, ich brauche nämlich die Mitte. Die muss ich mir irgendwie markieren. Da setze ich in dem Fall einfach mal den drauf. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Fliegen kann ich auch nicht. 1, 2, 3, 4. So, das ist unser Mittelpunkt. Egal, ob ich da jetzt... ich doch hoch? Ja. Wunderbar. So. Den brauchen wir. Der muss jetzt 8 sein. Dann gehen wir dorthin. Und dorthin. Wahrscheinlich wird das jetzt aber so nicht passen, wie ich mir das denke. Also das hier ist unser... Nein, nicht darunter. So. Das hier ist unser Plateau für den Kreisverkehr. In der Hoffnung, dass... passt das? Ich kann doch eine Schiene nicht nur ein Ding breit machen. Das war doch was, oder?
Aber ich kann das von hier aus gehen lassen, weil eine funktioniert nicht, anderthalb funktionieren. Dann machen wir das einfach so. Das müsste reichen. Wenn ich das Ganze jetzt... So, jetzt mal gucken. Wir haben jetzt von da 1, 2, 3. Das ist gut. 1, 2, 3. Und dann hier drauf. Das passt. Dann geht das bis hier. Wenn ich das jetzt nämlich richtig habe, dürfte ich damit auch da dran kommen. Und wenn das dann richtig ist, dürfte ich damit hoffentlich da dran kommen. Das sieht doch gut aus. Wir haben hier den Weg, also das wäre jetzt der Weg hier raus. Das heißt, wir können genau so arbeiten, wie ich mir das denke. Das ist schön. Das ist wunderbar. Wir nehmen uns jetzt. Das wäre von... dort aus. Geht bis dort. Du kommst hier rum. Dann gehen wir auf die Seite und sagen... hier ist da. Jetzt läuft das alles nur gerade so gut, weil ich das Gefühl habe, wir sind viel schneller fertig, als ich das eigentlich geplant hätte. Weil das ist unser Kreisverkehr. Jetzt geht das noch los mit Signalen. Und da wird es schwierig. Da habe ich nämlich keine Ahnung. Ich glaube, mit Blocksignal und Dingesignal, weil jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Erstmal müssen wir Bahnhof. Wow, sich in 7 Minuten das Ding. Also, jetzt ne, kann da auch noch einer wieder abgehen. Probieren wir es einmal aus, ob das funktioniert. Also, es wäre ja jetzt. Gut, jetzt weiß ich, was mein Problem hier ist. Ich muss hier, wenn ich den abgehen lassen will, so irgendwie, müsste ich den hier rausleiten. Okay. Kann natürlich auch richtungstechnisch... Oh, da kann ich zu nah in einer anderen Weiche. Okay. Ja, okay. Das ist natürlich blöd. Also hier ist auch noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube auch, das Design, das ich gesehen habe, hat eigentlich die Kurve hier in der Mitte nochmal geteilt. Pass auf, wir probieren noch ein bisschen rum. Das interessiert mich jetzt nämlich. Ich möchte... Hier steht es. So. Dahin. Dahin. Und dann... Da so dran. Dann könnte ich da es ist blöd, dass ich hier nicht direkt wieder raus, aber ich bin glaube ich kann ich von nicht von da aus wieder die Bahn einfach okay. Also ihr seht, das ist noch ein bisschen ein Problem. Wie wäre das denn? Ja, so ginge zum Beispiel gar nicht. Also so richtig gut ist das alles nicht, ne? Bis dahin. Nochmal.
wir probieren hier ein bisschen. Also anstatt das hier genau auf die Mitte zu setzen, gehen wir zwei darüber. Dann kommen wir nämlich genau bis dahin. Wenn das da dran setzen, würde das denn jetzt gehen? Oh Mann. Also, wie man sieht, das Ding ist zu klein, um diesen Blueprint da reinzusetzen, sonst würde ich euch das als Blueprint geben. Mal gucken, 1, 2, 3, das waren noch 4 mal 4, ne? 1, 2, 3, 4. Boah, als Ecke, könnte man überlegen. Also, da werde ich ein bisschen Probleme haben. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich, also ich kann es euch nicht versprechen. So. Jetzt haben wir den hier. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal so gerade eben. Das wäre dahin. Dann wollen wir das so gerade eben hinkriegen, dahin. Dann wollen wir den wegnehmen. Wir wollen den wegnehmen. Also es ist nur, dass ich hier in vier Richtungen weg kann. Das wäre mein Wunsch. Dann wollen wir. Das war unsere Mittellinie. Nicht von da, sondern zwei Reihen. Dahin. Und da dran. Weil, ne, so haben wir das dann nicht mehr zu nah an der Weiche. Können hier, was weiß ich, wo rausgehen. Ja, das ist gut. Jetzt ausgerechnet das Stück nehmen musste. So. 1, 2, 3. Hier ist der halbe. 1, 2. Irgendwas wird hier an dem Teil falsch. Den muss ich auch noch korrigieren. Das heißt, wir machen den so. Machen den so. Machen den hier weg. Machen den. So. Da dran. Da dran. Und dann machen wir den dahin. Wunderbar. Und wir haben jetzt. Nein, wir müssen den vorne machen. Dahin. So. Jetzt haben wir es vernünftig. Uiuiui. Jetzt geht's an den Schwierigkeit. Genau. Also, wir wollen Blocksignale haben. Dort. Transport. Nee, Fahrtsignal. Welche Richtung ist das? So, ist auf die Seite. Das wird jetzt wahrscheinlich schön gelb blinken, genau. Weil da vorne muss ein. Ja, das ist der Ausgang, da muss ein. Bist du her? Fahrtsignal hin. Was sagst du mir hier? Du sagst, Signal führt in sich selbst. Halte ich für ein Gerücht? Hier hinten muss definitiv ein Blocksignal hin. Okay, du bist rot, das passt schon mal. Okay.
Jetzt muss dort auch ein Blocksignal hin, ne? Weil. Muss da ein Blocksignal oder muss ein Signal dahin? Sobald du da reinfährst, wird der Block freigegeben. Das sieht gut aus. Hier geht's rot da rein. Was ist denn mit dem Kollegen? Er meckert jetzt. Worüber meckerst du? Block hat widersprüchlich Eingangssignaltyp. Okay. Schauen wir weiter. Auch bei dem, was da ankommt. Gott, ist das dunkel heute. Du sagst, es dürfen keine Bahnhöfe in einem Fahrtblock sein. Du musst hier auch ein Blocksignal hin, habe ich gesagt, oder? Sehr gut. So. Gehst hier hin, dann müssen wir ab dort ein Fahrtsignal setzen. Damit bist du rein, aber du noch nicht, weil hier muss ein Block hin. Damit fühlst du dich besser. Was habe ich da gesetzt? Da muss auch so ein... Ach genau, hier muss nochmal ein Blocksignal hin. Ja, Fahrtsignal. Entschuldigung. Der ist fein, der ist fein, der ist noch nicht fein. Was hat er hier? Wahrscheinlich werden uns da hinten jetzt die Signale im Weg sein. Lockhart, wie habe ich das denn gelöst? Das ist... Das ist aber der richtige Signaltyp. Du bist Fahrtsignal, du bist Blocksignal beim Ausgang. Ich muss das doch nur von der Seite darüber spiegeln. So. Blocksignal. Hier ist Fahrtsignal. Da ist Blocksignal. Da ist Fahrtsignal. Das heißt, hier muss wieder Blocksignal hin. Weil der geht da rein. Im Kreisel. Ja, das ist richtig. Da ich noch keine Ausgänge habe, weil erst bei den Ausgängen ging wieder das Signal. Okay. Dann haben wir hier wieder ein Fahrtsignal. Das leitet entweder gerade durch, wie dieses. Oder in den hier rein. Der hat hier wieder ein Blocksignal. Da vorne ist ein Fahrtsignal. Und jetzt muss dieses Signal doch nur noch richtig sein. Wir haben immer noch was von widersprüchlichen Eingangssignaltypen. Da ist ein Pfad und da ist ein Pfad. Das gilt aber auch für die Seite und da funktioniert es. Okay.
Ja, das ist jetzt gerade, ich nenne es mal mega langweilig. Weil. What the fuck? Du bist doch auch ein. Du bist ein Blocksignal, genau wie du dahin. Bist du? Okay, wir müssen jetzt einmal Folgendes machen. Wir nehmen uns jetzt den Zug. Nehmen wir uns den Zug oder setzen wir uns eben einen anderen Zug? Weil ich brauche ja nicht mit den ganzen Dingern da hin und her fahren. Das wird nämlich gerade eh blöd, weil ich muss dann nachher irgendwann umdrehen. Aber wir setzen uns eben eine neue Lokomotive. Für die uns Motoren fehlen. Kein Problem. Haben wir hier irgendwo. Hoffe ich. Ich hatte welche mitgenommen. Sind die schon alle verballert? Wofür sind die Motoren drauf hier? Die Bahnhöfe. Also hier für die. Ja, da habe ich nicht genommen. Okay, wir müssen doch diesen Zug nehmen. Jetzt wäre die Frage, kann ich einfach die Lösung... So, wir fahren mal eben Runde. Ich will sehen, ob jetzt das Problem ist, dass ich da hinten ein Signal habe. Fahren wir hier durch. Ich hätte mir gerne hier raus. Hier wollen wir dich gerade ausfahren lassen. So. Fällt mir ein, ich könnte auch einfach einen anderen Test machen. Wenn ich dich dann mal ein Stück zurückschicke. Aber dann weiß ich nämlich schon, was Sache ist. Wenn ich hier hingehe und ein Blocksignal in die Richtung setze. Shit. Jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt. Du kriegst halt von der Richtung auch das Signal. Das heißt, ich muss tatsächlich einmal komplett zurückfahren, weil ich die Weiche da drin habe. Brauche ich die Weiche? Also ich wäre jetzt nicht verkehrt zum Abend. Das stört mich immer noch. Aber ist halt so. Ja, weil er meckert nämlich jetzt auch schon. Wir setzen das Ding jetzt mal vor die Weiche. Du bringst. Dann dürfte aber da hinten jetzt halt widersprüchlich eingangs fliegen. Was ist? Ja, weil der Eingang natürlich von da kommt. Harvest. Nee. Was?
Den wollte ich haben. Nicht, wollte ich den haben. Ich hab von ihm. Ja, das hat sofort dafür gesorgt, dass das passt. Das heißt, ich muss hier nochmal einen Block setzen. Und brauche ich die Weiche noch? Okay, der meckert jetzt. Weil du bekommst einerseits von da ein Signal und andererseits von da. Muss ich denn echt da noch hin? Sollte ich nicht tun. Ich mache einfach diese Weiche weg. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich Da muss ein Block hin. Weil wir gehen. Nein, da muss ein Pfad hin. So. Hier geht's gut. Wunderbar. Und da hinten ist ja schon. Dann heißt, hier muss ein. Das sieht gut aus. So, jetzt können wir überlegen, ob wir die Blöcke immer genau so lang machen. Oder ob wir sagen, dann brauchen wir hier schon. Ich harveste hier gar nichts, verdammt. Ich sehe ja noch nicht mal, was ich harvesten soll. Das ist immer so ein Stress. Also da unten zum Harvesten. Ich habe keine Ahnung. Comply. Nee, tue ich nicht. Ich sehe es nicht, es wird jetzt ein Vogel. Oh ne. Sieht aber aus wie so ein Vögelchen, das da rumfliegt. Wunderbar. So, nicht weiter ablenken lassen. Einmal den Rückwärtsgang rein. Jetzt machen wir den Weg hier rückwärts. Entweder ballern wir jetzt rückwärts durch einen Bahnhof oder wir ballern rückwärts durch eine Weiche. Also einfach gerade durch, aber dann in den Kreisverkehr rein. Das ist lustig. Können wir eine Menge Signale drauf machen, dass es immer so abschnittsweise ist. Jetzt sollte passen. Wir haben schon mal unsere sieht bescheuert aus hier, egal. Da auch. Auf jeden Fall schon mal alles hier.
einrichten. So machen wir es so später. Ballern so hier durch. Okay. Abgleise. Wieder normaler Zug, wäre schon längst. Gleist, so heißt das Ding. Vor, wenn ich hier ordentlich hier reinstellen. Ja. So. Ich sag mal, das war für heute. Mit ein bisschen holprigen Problemen, was Signale aufstellen angeht, wie immer. Haben wir es aber geschafft, unseren Kreisverkehr fertig zu machen. Der ist jetzt grundsätzlich dazu bereit, dass wir noch in die anderen drei Richtungen abgehen können. Im Moment ist er einfach nur da, damit ein Zug, der durchfährt, hier rein kann, um an den Bahnhof zu kommen. Ob das System funktioniert, wissen wir alles nicht. Aber grundsätzlich, das geht. Wir haben die Möglichkeit geschaffen. Ich kann jetzt diesen Block da in der Mitte wegnehmen. Beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, wie wir das von unten ein bisschen schön machen und das dann hier, wird das vielleicht nicht mit einer Stütze machen, oder mit einer dicken, fetten, zentralen Stütze. Die machen wir dann 3x3, genau. Dass sie dann unten im Boden drin steht. Ja, das ist der Plan fürs nächste Mal. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.